ist so herrlich. Und ich weiß ganz genau, wie der Weg von unserer Halle, von der Halle 25, wo die FDI-Stadt ist, zum Maledivenstand aussieht. Und da musste Mel Benz gerade direkt an so einer Zwischenhalle vorbei, wo diese ganzen Fressbuden und Fressstände sind. Da weiß ich ganz, ich weiß immer, wie das gewesen ist. Wenn man da vorbeiläuft, denkt sich, oh, ich habe so einen Kohldampf, aber ich gehe jetzt zum nächsten Stand. Ich muss jetzt wieder darüber. Eine der schönsten Hallen nebenbei, eine der Hallen, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist im Urlaub, obwohl man in Berlin ist. Malediven, Mauritius, Seychellen, alles irgendwo da vereint. Und ich sehe, Mel nickt schon und steht dort mit einem Vertreter eines Hotels, was wir auch als Angebot gleich haben werden. Hören Sie genau zu, liebe Zuschauer, denn das hat es in sich, das Cora Maldives. Du hast so recht, lieber Kai. Und am liebsten würde ich den Rest des Tages hier verbringen. Es geht leider nicht, aber einen kurzen Moment durchatmen und einfach denken, man wäre auf den Malediven. An meiner Seite ist Vishen Muthu von Cora Malediven und er hat mich total überrascht gerade. Er spricht nämlich ein wunderbares Deutsch. Vishen, schön, dass wir bei dir sind. Du hast mir eben gesagt, es gibt rund 160 Hotelinseln, aber genau, eure ist die allerbeste. Die allerbeste, genau. Wir sind vom Cora Maldives. Wir sind offen seit Oktober 21. Und bei uns, das ist ein 5-Sterne-Hotel mit 100 Villa, Naturalinsel, sehr, sehr guter Hausriff. Was ist gut bei uns ist, unser Fokus ist Food and Beverage, also Essen. Premium All-Inclusive Resort mit 4 Restaurants, Dine-Around-Konzept, 2 Bar. Unser Getränkmenü ist in alles internationalen Marken. A la carte Restaurant, wie gesagt, mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen, asiatische Küche, auch Italiener und Mittelmeerküche. Mhm. Unsere beste Marke in Gäste zum Beispiel ist deutsche Marke Nummer 1 bei uns, seit offen. Und die Nummer 2 ist England und Zentraleuropa. Mhm. Ein bisschen asiatisch auch. Erzähl mir mal mehr so ein bisschen vom Tagesablauf. Also ich komme da an, ja, schmeiß meine Schuhe weg, ja, lauf nur noch barfuß und dann, was mache ich dann? Direkt zum unser Hausriff. Das ist unser Natural Aquarium. Mhm. Und dann, wie gesagt, unser Motto ist Freedom Time, ist Freedom Time, Freizeit. Das ist eure Insel in den nächsten 7, 9, 10 Tagen. Sie mag, was sie möchte. Mhm. Unlimited Snorkel, Tauchen auch. Wir haben so viele Punkte, Manta-Punkt, in der Nähe bei uns. Wir liegen in Ra-Atoll, nordwest von Male, mhm, 45 Minuten mit Wasserflug. Mhm. Also gibt so viel Aktivität bei uns auch. Artist Hut für Malen. Wir haben ein Museum auch. Gibt es Kultur, Heritage Ecke auf dieser Insel. Und auch Tauchen, Parasailing, Snorkel auf unserem Hausschiff. Was ist gut bei uns ist, auf unserer brand.com Website ist eine Live-Kamera. Das ist direkt von unserem Hausschiff. Das ist wie ein Screensaver. Also gibt so viel Fisch, Hai und das Korallgarten ist unglaublich. Also ich kann es bestätigen, als ich mich vorbereitet habe, war ich auf der Website und es ist wirklich so, die haben verschiedene Livecams und das eine zeigt direkt aufs Riff und man hat das Gefühl, man guckt in so ein exotisches Aquarium in einem Zoo. Also man lebt quasi auf dieser Barfußinsel quasi dann eine Woche umrundet von einem Aquarium. Wie groß ist die Insel? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich einmal komplett am Strand rumentrum laufen will, wie lange brauche ich da? Circa 15 Minuten, also 700 Meter lang. Mhm. Und 250 Meter breit, also nicht so groß. Erklär mir nochmal dieses besondere All-Inclusive-Konzept. Also es ist wirklich, es gibt fast nichts, was nicht mit dabei ist, richtig? Ja, also alles All-Inclusive, Premium All-Inclusive. Wie gesagt, 4 Restaurants, gibt es auch ein Café, Bar und Minibar sind auch inclusive täglich. Getränk Premium, also Wein, Bier. Wir haben über 30 Wein zum Auswahl zum unserem Menü. 30 von Frankreich, von Italien, von Chile, von Südafrika oder von Australien auch.
Das klingt einfach fantastisch. Und Vision hat mir eben noch eine ganz lustige Geschichte erzählt, weil ich auf Google einfach nochmal mir die Insel von oben angucken wollte und habe entdeckt, es gibt ein Museum, das Dutch Onion Museum. Und ich habe gedacht, hä, gibt es jetzt holländische Zwiebeln oder was ist das? Also, klär's auf. Ja, yeah, das Dutch Onion, das ist eine Flasche. Haben wir gefunden auf unserer Insel, weil es gibt so viel Kultur, so viel History auf dieser Insel. War ein Familie hat gewohnt auf dieser Insel schon 300-400 Jahre vorher. Mhm. Und das ist diese Dutch Onion kommt vom Pirat, Piratship. Und das ist unsere, wie gesagt, die Highlight für die Museum. Und gibt es auch viel chinesische Artefakte, habe ich gefunden, auch auf Arama Megili, wo das Insel liegt. Also wenn Sie da sind und da so ein bisschen im Sand buddeln, wer weiß, was Sie da noch finden. Also diese Dutch Onion ist tatsächlich eine Glasflasche, wo Piraten Rum oder Ähnliches drin getrunken haben. Und die sieht aus wie eine Zwiebel, die hat eine Zwiebelform. Vielleicht ist die Flasche auch von Kai, wer weiß das schon genau. Bischen, du hast eben gesagt, die beste Reisezeit ist... Beste Reise ist jetzt, genau, vom November bis April, das ist die beste Zeit. Yeah, yeah. Okay, also ich würde sagen, Henning und ich, wir packen jetzt die Koffer, ja, du auch, ja. Und dann fliegen wir gleich los, oder? Genau. Wetter hier ist eh blöd. Also wir fliegen jetzt gleich los und gucken mal, wer sonst die Schalten noch weitermacht. Mach das mal, das ist sehr, sehr schön. Ja, hast du mich gerade eigentlich Flasche genannt oder was hast du gerade gesagt? Oder hast du mich mit irgendwelchen alkoholischen Getränken in Verbindung gemacht? Bitte nicht zu tief buddeln, sonst ist da unten der Stöpsel, wenn man den rauszieht, dann sinkt die Insel. Das ist auch doof. Die sind ja nicht so wirklich weit aus dem Wasser. Mach das mal, Malediven. Also ich kann es nur empfehlen. Ich weiß, du warst ja auch schon da. Es ist ein Träumchen und wir werfen uns jetzt wirklich mal in dieses Angebot Cora Maldives. Und liebe Grüße, guten Appetit, liebe Grüße auch an den Wischern. Großartig und ich meine, ganz ehrlich, wirklich übersympathische Menschen dort. Ja, es ist eine der teuersten Reiseregionen und wird es auch immer bleiben. Machen wir uns nichts vor, da wird sich nie etwas dran ändern. Once in a lifetime vielleicht. Also live von der ITB, jetzt gleich direkt wieder zu uns ins Studio mit dem dazugehörigen Angebot. Mhm.